Nur 3 Tage nach seinem 18. Geburtstag wurde der deutsche Soldat Karl-Heinz Rösch zum Lebensretter. Er rettete 1944 2 niederländischen Kindern das Leben und starb kurz nach der Rettung. Karl-Heinz Rösch war als Kanonier an einem Bauernhof stationiert. Als das alliierte Artilleriefeuer einsetzte, rannte Rösch mit seinen Kameraden zu seinem Geschütz. Rösch bemerkte 2 spielende Kinder auf dem Bauernhof. Er rannte zu den Kindern, ließ sein Gewehr fallen und brachte die Kinder in den Keller, wo die Mutter sie übernahm. Rösch rannte zu seinem Gewehr. Dort traf ihn eine Granate und zerfetzte den jungen Soldaten. Der frühere Stadtrat von Ruvendal sagte, dass diese Heldentat 60 Jahre totgeschwiegen wurde und sammelte daraufhin Gelder, um den Helden von Görlitz zu ehren. Stadtrat van Ruvendal erntete viel Kritik von Außenstehenden, die der Meinung waren, dass es ja nur ein scheiß Deutscher gewesen sei. Doch seine Gemeinde sah das anders, sammelte tausende Euros an Spenden, um ein Denkmal zu bauen. Die Statue von Rösch und den beiden Kindern unter dem Arm durfte nicht auf öffentlichem Gelände errichtet werden. Man errichtete das Denkmal auf Privatgelände. Seit 2008 erinnert eine Bronzestatue an den Helden von Görlitz.